Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Rubiana, ich grüße dich. Deine Frage ist, wie wird er sich in die nächste Zeit verhalten? Und das klären wir bei diesem Orakel. Diese Karte in die Mitte hat eine wichtige Botschaft für dich. Dieser Vogel baut hier ein Nest. Und das hat er vor, mit dir gemeinsam ein Nest, eine gemeinsame Zuhause aufbauen. Vogel steht auch für Gespräche, für Nachrichten, für Kommunikation. Und das, was sich bewegt in die nächste Zeit, das kann bis 2 Monaten dauern, bis er das anspricht. Aber das hat er vor. Und die Zahl 2 bedeutet Zweisamkeit, manchmal 2 Fälle. Dein Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Das ist wie ein Engel. Und dieser Engel hat ein Schwert im Hand. Und das symbolisiert Trennen, Trennen von Angst. So wie Erzengel Michael trennt mit seinem Lichtschwert die Angst. Das ist für dich im Gegenwart sehr wichtig. Weil wenn du die Angst loslassen kannst, das überwinden kannst, dann kommst du zum Luftelement. Und dieses Bild symbolisiert auch die Luftelement, die Leichtigkeit. Aber Luftelement steht auch für Kommunikation, Gesprächen und das, was auch zum Erwarten ist. Worüber sollst du Gedanken machen? Das ist hier dieser Rad. Dieser Rad symbolisiert die Schicksalsrad. Die Auge ist zu. Du weißt nicht, in welche Richtung dein Schicksal geht. Und wenn du Angst hast, dann blockierst du das, so wie hier dieses Bild auch zeigt. Die Angst bremst. Dieser Rad kann nicht rollen. Also deswegen ist auch so wichtig, dass du von Ängsten, auch von Verlustangst dich befreit. Und du kannst sicher sein, das dreht sich in deine Richtung, in euren Richtung, weil dein Leben verändert sich schicksalhaft. Dieser Schicksalsrad symbolisiert auch schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Begegnungen, schicksalhafte Entscheidungen. Und so, wie dieses Bild in die Mitte zeigt, was er vorhat, mit dir einen gemeinsamen Nest aufbauen. In die Richtung dreht sich dein Schicksal. Was liegt im Verborgenen? Das zeigt hier die Sonne. Es ist im Verborgenen, noch unsichtbar, weil das ist noch in dein Unbewussten liegt. Das symbolisiert dein Selbst. Sonne steht aber auch in Verbindung mit unseren Augen. Etwas klar und deutlich sehen und erkennen. Sonne steht auch mit unserem Herz in Verbindung. Weil die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem und das Herz ist das Zentrum unserem Körper. Es ist eine Verbindung da. Hör auf dein Herz. Strahl diese Wärme aus. Das ist dein Herzenswärme. Stärk dein Selbst. Öffne deine Augen. Auch in dein Unbewusst, auf den seelischen Bereich. Dann wirst du erkennen, hier kommen die Neuigkeiten, so wie die Kinder das auch symbolisieren und auch die Klarheit und auch Erfolg. Sein Gegenwart zeigt hier dieses Bild, er fühlt sich gefangen an etwas. Entweder das sind nur Kontakte da oder seine berufliche Situation oder seine Ängste. Etwas hält ihn noch gefangen und damit stoßt er in seinen eigenen Grenzen. Und genau das will er beenden. Und das symbolisiert die Karte Tod.
Das heißt nicht, die Beziehung will er beenden, nein, sondern das will er beenden, was ihm gefangen hält. Und das kann auch seine Ängste sein. Was liegt bei ihm im Verborgenen, das zeigt diese Königin. Und diese Königin herrscht über diesen goldenen Taler und das sind Werte. Und du bist diese Königin, du bist ihm wertvoll. Diese Liebe ist ihm wertvoll. Außerdem, diese goldenen Taler symbolisiert die Erdeelement. Das heißt, diese Königin herrscht über die Erdeelement. Und Erdeelement bedeutet Taten, Realität, Bodenständigkeit und Sicherheit und Stabilität. Es ist noch im Verborgenen, aber das wird kommen. Das ist die Zukunft. Und diese Karte hat auch eine wichtige Bedeutung und das ist die Freude, die Lebensfreude oder eine Nachricht, eine Freude, eine erfreuliche Nachricht. Liebe Rubiana, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.